So, vor dem Spiegel. Ja, jetzt probiert er alles nach Stiefel. Richtig wäre Kantenschutz hier. Dass man, wenn man noch Bodenkontakt hat, nicht gerade die Schuhe durchgemacht hat. Manchmal, wenn in Schräglage, hast du da Straßenkontakt hier. So, das ist jetzt der neue Helm. Showy. Schwarz-Weiß wie mein Kombi. Gefällt mir. Da habe ich die ersten Kilometer gefahren damit und er trägt sich gut. Windgeräusche sind eigentlich praktisch gleich wie beim alten. Ich habe gehofft, dass er noch ein bisschen weniger ist. Aber hier unten gibt es noch einen Teil zum Einsetzen, das besser abschließt und das wird dann noch die Windgeräusche vermindern. Also, das war's vom Bauerhausi von heute Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen recht schönen guten Samstagmorgen, der 5. Juni, wünscht euch der Bauerhausi. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Samstagmorgen 07:00 auf dem Feld. Gestern Abend hat es ziemlich starken Niederschlag gegeben. Ich habe leider noch nicht geschaut im Regenmesser. Ich hole das nach, wenn ihr zu Hause seid, weil der Regenmesser da auf dem Kürbisfeld, der ist wieder zu Hause im Garten. Es ist nass. Ich sehe es da in meinen Kürbis. Also da muss man nichts mehr vom Bewässern reden. und ich sehe auch, dass schon einige diese Pflanzerei nicht überlebt haben. Hier, das ist da die letzte Zeile. Da waren sowieso Probleme, Kürbis drin. Und hier seht ihr, eingegangen. Und auch die anderen haben Mühe da. Und hier neben den Kürbis die Zuckerrüben. Die kommen gut. Sind nicht die größten, das gibt es schönere in der Gegend. Aber sind praktisch unkrautfrei. Das kommt gut. Ja, jetzt habe ich schon genug Regen gesehen. So schnell geht's. Einen Tag bewässert man eine Kultur. Und 3-4 Tage später denkt man nicht mehr im Traum daran, da nochmals Wasser zu geben. Für mich sollte es jetzt schön werden, damit ich da sofort den Boden ein bisschen aufhacken kann. Und ich hätte noch Silizium, das ich spritzen möchte, und ein EM-Produkt. Zuerst da Silizium und EM-Produkt spritzen, dann hacken, damit da die Pflanzen möglichst einen guten Start haben. Und es hat sich schon gestresst, wenn ich da jetzt sehe, sind schon einige eingegangen. Gut, dass wir so dicht gepflanzt haben. Also wir mussten ja so dicht, weil wir so viele Pflanzen hatten. Eigentlich zu viele. Ja, der Gewitterregen war heftig. 30 mm. Ja, vielerorts liegt das Heugras am Boden. Das ist schade. In ein paar Tagen hätten wir das gemäht. Auch bei mir liegt es etwas am Boden, ja. Und solche Gewitterregen, das ist zu viel für hohes Heugras.
Ja, liebe Freunde, hier werden dann Tomaten gepflanzt. Die waschen schon viel Schwamm hier. Töpfe in den Boden hier und ordentlich Schnüre, wenn sie dann der Schnur raufwachsen. Treibhaus ist sehr gut geeignet für Tomaten. Machen wir immer zuerst den Kürbis hier, Kürbissteckklinge angezogen, und wenn die raus sind, pflanzt die andere Tomaten.